Moin zusammen, es ist immer noch Halloween und wir haben den Challenge Mode. Der ist aktuell ein Nullbeweis Challenge Mode, aber so fast so ähnlich wie die Nullbeweis-Durchgänge, die wir immer spielen. Nur ich finde ein bisschen doofer. Ja, wir können zwar sprinten, schön und gut, aber die können den Geisterraum wechseln und man sieht nicht, wo der Breaker ist am Anfang. Ich meine, die Map hier hat nur drei Spawns, aber wenn man jetzt zum Beispiel Sunny Meadows oder was Großes hat, da ist das dann nervig, wenn man erstmal überall den Breaker suchen muss. Hier auf den kleinen Maps geht es ja noch mit zwei oder drei Spawn Points. Auch schon wieder ein Geisterfoto. Oh Mann. Wir versuchen Perfect Game zu machen. Irgendwie klappt es bei mir aber besser auf Solo mit den Perfect Games. Aber ja. Ja, Medium Map weiß ich nicht, ob wir das heute noch machen werden. Ja, der Anfang des Videos wird was dunkel sein, weil wenn ich reingehe und den Breaker suche, ist eben was dunkel. Die Scherzkekse haben uns alles T2-Items gegeben, außer das Headgear. Das ist T1, das planloseste überhaupt eigentlich. Aber egal. Wir gehen rein und wir werden es schon irgendwie schaffen. Also rein da mit null Beweisen. Sorry Leute, das ist jetzt wieder eine neue Runde. Sie ist schon wieder rausgeflogen. Und der Geist wäre ein Mimic gewesen. Das wäre so ein schöner Gratis-One gewesen. Naja, auf ein neues. Okay, ich suche schon mal den Breaker. Diesmal scheint alles geklappt zu haben. Ja, wir haben jetzt auch ein bisschen minimales Licht hier am Anfang durch den Sunrise. Wir haben Sunrise-Weather. So, gucken wir mal erstmal wieder hier hinter der Küche. Okay, der Breaker ist wieder hinter der Küche in dem kleinen Raum. Ich werde dann auch hier in der Küche das Licht anmachen als Hinweis, dass hier der Breaker ist. So. Okay, gucken wir mal kurz nach dem Knochen hier, wenn wir schon hier sind. Knochen, Knochen, kein Versteck hier. Okay, machen wir hier ruhig wieder aus. Gucken wir mal hier, fangen wir vorne an. Ich hatte mich verdrückt. So, zwischen ein paar Sachen. Ja, da verdrückt sich wieder einer. Schlimm mit mir. So. Ich auch so immer verdrückt. So, Knochi. Knochi. Bunny Pants. Ghosty Pants. Gucken, der kann auch, glaube ich, manchmal hier in der Ecke sein, was richtig link ist. Ist er aber nicht. Gut. Habe ich hier gerade irgendwo eine Tür gehört oder bilde ich mir das ein? Die Tür da vielleicht? Oh, hallo. Da draußen ist übrigens der Kürbis von dem Halloween-Event. Das läuft ja noch jetzt, glaube ich, eine Woche oder 2 Wochen ungefähr von jetzt an, wenn das Video kommt. Also die Woche, in der das Video hier kommt und ich glaube noch die Woche danach. Also wenn ihr sicher sein wollt, macht es in dieser Woche. Es ist cool, das Event. Ist die immer da? Ja, die ist, glaube ich, immer da. Okay, hier ist nichts. Nichts Knochiges, nichts Geistiges. Geistiges, ja. Keine Geistlichen. Was war denn das gerade für ein Geräusch? Das war so ein. Weird. Okay. Ich finde hier unten nirgendwo einen Knochen. Oh, Teddy, hier unten. Teddy. Oh, der ist hier in dem großen Twins Bedroom. Okay, den Geist haben wir schon mal. Schaffe ich das mit der Und Kerze? durchsuch noch weiter den Knochen, ja, hier oben schnell. Ja, hier unten bin ich durch. Also ich habe hier keinen Knochen gefunden. Habe ich mich gerade doch nicht verhört? Ich dachte nämlich, ich habe da irgendwas gehört. War das? Ja, war nicht Teddy, aber keine Ahnung, was das war. War auf jeden Fall irgendwas. Also habe ich richtig gehört. So. Let me think, let me think. We take this salt. Being salty again. Komm, bitte sei ein Mimic, bitte. Wir haben gerade eben einen Mimic schon verpasst wegen diesem scheiß Disconnect. Komm schon. Die Tür, okay. Habe ich eine Kamera? Nein, habe ich nicht, ne? Nö, natürlich nicht. Ich wollte eine mitnehmen, aber hab's vergessen. Da liegt sie. Nee, da liegst du gut, Kamera. So. Mister Wenn der Sensor. Knochen nicht runter, dann muss er ja hier oben sein. Ich habe ihn zumindest hier unten irgendwo gesehen.
So, und wie ihr seht, jetzt sieht man erst den Atem. Wenn man also richtig aufpasst, kann man den Geist auch easy ohne sowas finden. So, jetzt tun wir hier noch Salz hin, um zu gucken, ob das ein kleiner Stalky ist. Ich meine, später während des Hans wird er wahrscheinlich auch dann hier durchlaufen. Das bringen wir noch da rein, noch das andere Salz. Nehmen wir die noch mit? Sensoren sind sehr, sehr hilfreich, glaubt mir. Sensoren können auch euer Leben retten, nur als kleine Info. Die können euch sagen, wo der Geist ist. Okay, du bist da reingetrampelt, also bist du kein Wraith. So, der streckt sich jetzt über beide Räume aus, der Geisterraum, ne? Also, der kann auch da hinten sein. Ihr habt es ja gerade eben gehört mit Teddy. Ups, aua. Knie an den Mikrofonhalter umgestoßen. Autschi. So, einen Sensor tun wir hier, hä? Dann Lichtquelle. Zack. Die bringen zwar nicht viel, aber besser als nix. Die tun wir einmal hier hin, dann kann man den später von draußen beobachten. Das Kruzi und das Emphi tun wir hierher. So, die kommen beide hierher. Hier testen wir gleich auf Banshee, Phantom etc. Was brauchen wir denn noch im Raum? Nehmen wir noch das Emphi mit? Ich suche jetzt nochmal alles durch, jetzt bin ich nochmal. Vielleicht habe ich den hier unten auch irgendwo übersehen, ich weiß es nicht. So, was ist da noch? Hier kann man auch noch eine Lichtquelle hinlegen. Ah, der ist nicht einmal hier bisher durch das Salz gelatscht. So, machen wir ein bisschen Poltiweg fertig. Okay, wir bauen hier weiter noch auf für das Versteck und so weiter. Also bis gleich. Also der Knochen war ein kleiner Zahnstocher hinter dem Kinderbett. Das ist jetzt mit dem Knochen gewesen. Okay, der Geist hat wohl Teddy wegteleportiert, weil sie sagte, Teddy war jetzt irgendwo in der Mitte im Schlafzimmer da oben. Schauen wir mal. Ja, Teddy ist weg, wie ihr seht. Also wenn auf einmal random irgendwo ein Stofftier auftaucht, müsst ihr nicht da gucken, wo das Stofftier hin teleportiert wurde, sondern ihr müsst dahin gehen, wo das Stofftier herkam. Das ist dann der Geisterraum. So, ich glaube, dieser Raum hat leider ein Radio, ne? Hatten wir hier ein Radio irgendwo? Ich glaube, ich hier. Vertretenes Salz mit einer Salzdose auf dem Bett. Oder ist das, ach ne, das ist, also ich sehe schon, das ist Teppich und hinten ist ja Salzfüßchen. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen. Ja, ich habe vorhin ein paar Salzfüßchen fotografiert. Ach, geben wir dem mal ein paar flauschige Kissen zum Kuscheln und Liebhaben. Kuschelige, flauschige Kissen. Ja, Kissen für den Geist. So, wo ist der schöne Geist hier in dem Wohnzimmer? Ich versorge den Geist gerade mit schönen, flauschigen, kuscheligen Kissen. Ich kuschel den Smack-Sticks hier. Dann hat der Geist hier was zum Kuscheln. Klopf, klopf, siehst du, das freut ihn schon, da klopft er direkt. Ach ja, den Mannequin könnte er zum Beispiel auch irgendwo hin teleportieren. So. Den Knochen hast du versorgt, ne? Ja, ja, den hast du aufgenommen. Manchmal vergesse ich ihn aufzuheben, aber hab ich ihn mal. Ich hoffe, das ist diese Tür. Oh, können wir jetzt mal ein Perfect Game kriegen? Das wäre nice. Show Aske, was ist ein? Ah, guck mal, er hat den Mannequin gedreht. Der hat vorhin noch mit dem Bubas zu uns geguckt. Ich finde das lustig. Okay, machen wir die Lichter aus. So geben wir dem Geist die Chance, Licht anzumachen. Okay, ich werde jetzt mal kurz testen wegen Phantom und Banshee. Das heißt, ich hocke mich jetzt hier hinter. Da vorne ist der Sensor. Hier ist auch Salz. So, der Geist ist ja da. Der kann den Mannequin da, glaube ich, auch wegteleportieren, wenn er durch die Wand interagiert. Oh Mist, da ist ein Radio. Da kann er auch durch die Wand interagieren. Da müssen wir... Oh, das wird nervig. Mm. Oh, Whisper. Okay. Ich checke schnell meine Sanity. Ich habe gerade den Whisper bekommen. Das ist jetzt wieder für Moroi, der Check, ne? Der verfluchte euch, wenn es ein Moroi ist. Okay. Ja, wie ihr seht, die Sanity, wenn man im Licht läuft, ist mega hoch. 94. Zeig mir mal den höchsten. Okay. 92, 95. Okay, merken wir uns die Zahl mal. Jetzt kann ich einfach hier vorne noch chillen, gucken, ob der hier rüberkommt. So,
So, kannst du das Parabol dann auf den drauf halten da? Da ist der Raum hinter dem Regal da, hinter dem Popanglas. Oh, direkt wieder am Whisper. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob er zu uns kommt. Ich habe ja da im Blickfeld den Sensor und das Salz. Und ja. Ich glaube aber nicht, dass es ein. Okay, er hat gerade was geschmissen. Wraith ist raus, er ist ins Salz gesteppt. Banshee. Hier vorne ist das Parabol bei mir. Hier kannst du dich hinhocken. Okay, wir chillen hier kurz. Bis gleich. So, Moroi-Test. Ich war jetzt 1-2 Minuten im Licht drin gewesen. Und meine Sanity ist kein Millimeter gesunken. Dadurch ist der Moroi raus. Banshee würde ich auch rauswerfen, weil der ist nicht einmal zu uns gekommen. Man sieht den jetzt auch gerade überhaupt nicht darüber laufen durch die Sensoren. Also, der bleibt in seinem Raum erstmal gefühlt. Weil ein Banshee, egal wie hoch oder niedrig die Sanity ist, der kommt dauernd zu einem gelatscht. Der kommt in einer Tour dann zwischen dem Raum und dem Ziel, einem von uns würde der hier hin und her laufen. Und das tut er einfach nicht. Deshalb schmeiße ich den jetzt schon mal raus. Sobald er den Breaker killt, wäre der Djinn raus. Sobald er ein Licht anmacht, wäre der Meer raus. Ach ja. Hör auf jeden Fall hin, ob du Lichtschalter da hörst. Weil ich habe alle Lichter ausgemacht. Der Kali flüstert. Okay, ja, es ist kein Moroi, weil meine Sanity ist noch gleich. Okay. So, Deochen huntet erst ab 40%, der Shade huntet ab 35%, der Oni, sobald ihr diesen Airball, diesen, was so aussieht wie ein Frostatem, wenn der auf euch zufliegt und dieses macht, eher so ein Hissing, so ein Fauchen ist das eher, dann könnt ihr den Oni rausschmeißen. Aber nicht, wenn er sich vollständig manifestiert vor euch. Und ihr hört Schritte, die auf euch zulaufen und er macht... Das ist Manifestationsevent. Das kann ein Oni auch. Das, ihr müsst die Audio-Cues hören, dann hört ihr den Unterschied. Spirit huntet erst nach 3 Minuten, wenn er gesmatcht wurde. Der Demon könnte, wenn er will, schon nach 60 Sekunden wieder hunten, wenn er gesmatcht wurde. Alle anderen Geister 90 Sekunden. Der Meer schaltet niemals ein Licht an. Und ja, Wavy, Hantu und sowas, Raichu, Maling erkennt man während des Hands, Obacke beim Hand und so weiter. Also, wir beobachten den kurz noch ein bisschen, also bis gleich. Okay, der hat gerade was geworfen. Das klang so, als ob das bei uns wäre. Oh mein Gott, du bist aber schnell mit den Kerzen, Freund. Ich teste mal kurz auf mehr. Keine Reaktion hier drauf, okay. Testen wir den Lichtschalter. Keine Reaktion. Okay, ich habe gerade hier an den Lichtschaltern rumhantiert. Ich habe kurz auf mehr getestet. Ich mache sie jetzt aus. Den nächsten Lichtschalter, den du hörst, wird der Geist dann sein. Okay, Kerze ist noch an. Die andere wurde gerade ausgepustet. Er ist da auch gerade in der Nähe. Die andere ist aus. Mal gucken, versucht er jetzt zu handeln? Nein. Das Schild dauert ja ewig. Der pustet aber auch sehr fix die Kerzen hier aus. Werde ich jetzt das Perfect Game versauen mit den Salzfüßen? Wahrscheinlich. Komm, puste noch eine aus. Show us. Give us a sign. Are you here? Show us. Give us a sign. Na? Du warst doch gerade so heiter dabei. Was ist jetzt? Hier, guck mal, ich mach noch ein Feuerzeug an. Aha. Moment. Ah ja. Das war er, ja. Ich teste nochmal auf mehr mit den Lichtschaltern. Airball, es ist kein Oni. Das, was ihr gerade gesehen habt, diesen Hauch da und dieses Geräusch. Merkt euch dieses Geräusch, was ihr gerade gehört habt. Das ist der Oni. Das ist der Oni-Ausschließer. Jetzt spielt ja hier noch Basketball. So. Der Oni ist übrigens raus. Wir hatten gerade einen Airball. So. Okay, ich mache die Lichter hier wieder aus. Ich würde den Shade eigentlich fast schon ausschließen, weil meine Sanity... Oh, du bist neben mir, okay. Meine Sanity ist nicht so niedrig gewesen gerade. Er ist auf jeden Fall noch hier. Also von den Temperaturen her ist das noch sein Raum. Show us, give us a sign. Ja, da ist er wieder zurückgekommen. Are you here? Show us, give us a sign. Where are you? Show yourself, are you here? Okay.
Wird, glaube ich, Zeit für den Mehrtest mit der Sanity. Der ist nicht einmal hier rübergekommen, ne? Also Benji ist auf jeden Fall raus. Oni ist raus. Dann testen wir mal auf mehr. Ich guck mal nach der Sanity. Also mehr kann man testen, indem man seine Sanity zwischen 50% und 60% runterzieht. Und, ja, wir sind ja fast schon da, ne? Wir sind bei 80. Okay. Ist der gerade zu dir gekommen? Ja. Ich habe gerade die Schritte gehört und den Sensor, der ausgelöst wurde. Ah, er geht jetzt wieder zurück, oder? Genau. Ja, er geht wieder. Moment. Das heißt, der ist wirklich genau zu dir gelaufen, zu deiner Position, oder ist der nur in die Mitte des Raums gelaufen? Okay, das ist cool. Ich glaube, in die Mitte des Raums. Ganz nah war der nicht. Okay, das... wir müssen aufpassen, ob das vielleicht ein Phantom ist oder ob das jetzt Zufall war. Aber das EMF hier ging nicht los, ne? Nee. Okay. Ein Phantom löst... Das ist ja nicht ganz nah. Interessant. Könnte ein Zufall sein, ist aber ein sehr weit wurmender Zufall, weil der ist ja von seinem Raum durch den Wohnzimmerbereich hierher gewurmt dann. Das war schon ein sehr weiter Weg, den er zurückgelegt hat. Okay, ziehen wir mal die Sanity runter und gucken, ob das ein Mehr ist. Okay, das Gute ist noch, er ist noch in dem Raum. Sehr gut. So, jetzt müssten wir ungefähr bei 60 sein, denke ich mal. Gucken wir mal, ob er versucht zu handeln. Das wirst du ja hören, wenn er das Kruzi nutzt. Ich guck mal. Ich guck mal kurz, wie viel Sanity wir jetzt tatsächlich haben. So, dann schauen wir mal. Ja, wir sind noch ein bisschen zu hoch. Ein bisschen muss noch weg. Okay, wir müssen noch ein kleines bisschen Sanity drainen. Ich kann ja gleich hier das Licht ausmachen. Dann können wir die Sanity so drainen. So, dann lassen wir die so runtergehen, die Sanity. Okay. Das heißt, wir warten jetzt. Also bis gleich. Mist, wir sind ein bisschen zu niedrig gesunken. Wir sind jetzt schon bei 50. Wir waren eine kleine Sekunde zu lange jetzt hier im Dunkeln. Aber mal schauen. Ja. Okay, wir sind jetzt ein bisschen über 50. Mal gucken, ob er jetzt versucht zu handeln. Ja, wir versuchen jetzt herauszufinden. Die Fotos sind voll, ne? Ja. Wir versuchen jetzt herauszufinden, ob der early hunted oder nicht. Haben wir hier ein Versteck? Show us. Are you here? Nope. Shit. Das war ich gerade mit dem Lichtschalter. Ich wollte gucken, ob da ein Versteck ist. Okay. Hand, Hand, Hand. Lauf nach oben. Ghost, over here. Hier. Wow. Ist ja ordentlich am Werfen. Kein Phantom. Kein Shapeshift. Well. Vielleicht ein Djinn. Die hat schon mega Gas gegeben. Vielleicht ist es ein Djinn. Sie hatte normale Geschwindigkeit. Okay, Shade und Deochen sind ja definitiv raus. Ich habe Djinn im Verdacht. Kein Phantom, kein Revy. Ich glaube auch kein Meiling, kein Raiju. Obacke müsste ich noch einmal schauen. Kein Hantu, kein Thay. Mimic müssten wir auch noch mal schauen. Ich glaube auch kein mehr. Aber ich habe so eine Vermutung, dass es ein Djinn ist. Ich lasse die Kamera mal hier. Müssen wir nachher gucken. Okay, Djinn-Test nachher hier machen. Also die Fotos sind alle durch. Müsste ein Perfect Game sein, wenn wir die Aufgaben gleich alle haben. Okay, sei nachher vorsichtig. Ich teste jetzt hier unten nachher auf Djinn. Ah, ich habe vergessen zu gucken wegen Spirit, wegen der Zeit. Mist. Also so weit wie möglich hier hinten stehen, damit der beschleunigen kann, wenn, damit wir die Djinn-Fähigkeit mitbekommen. Du kannst aber auch von draußen gucken, wenn du willst. Ich habe hier unten einen Soundsensor eingestellt, dann kannst du ja auch hören, ob sie so krass beschleunigt. Ich werde das gleich testen.
Was? Hä? War die Tür für sie noch zu? Okay, sie antet. Ghost, get over here! Here! Hello! Jetzt müssen wir hinhören. Ghost! Here! Nope. Kein Gin. Und ich glaube auch kein Obacke. Ich habe kein krasses Beschleunigen mitbekommen. Oh Mist, bist du jetzt etwa... Ein Spirit ist es, glaube ich, nicht. Sagen wir mal, bei 2025 haben wir gesmatcht. Oh, ich habe hier keinen Platz mehr auf meinem Zettel. 2025, 2055, 2155. Ja, Moment, ich muss mir kurz Zeit aufschreiben. 2325 wäre dann der Sprit. Also 2155. So, ich muss mal noch einen Blindentest machen, also ohne hinhören. Du kannst ja nachher beim nächsten Hand im Truck gucken, wegen dem... Ich habe hier überall Kameras aufgestellt, dann kannst du ja gucken wegen Shapeshift und so. Ich muss jetzt gleich mal einen Hörtest machen wegen Myling und Twins und sowas. Ich glaube nicht, dass das ein Djinn ist. Ich habe keine Djinn-Fähigkeit gehört. Der Oni ist ja auch definitiv raus. Also... Kann ich mich denn da hinten? Das Versteck ist nicht verfügbar. Im Geisterraum, glaube ich, da hinten das Versteck ist da. Aber es ist zu riskant. Schwierig. Ich werde wahrscheinlich hier oben mich hinsetzen und nur hinhören. Vielleicht auch ein Shade. Nee, Shade kann nicht mehr sein. Wir wurden bei 50% gehuntet. Der Shade huntet erst ab 35. Ja, stimmt. Okay, dann vielleicht Gorion. Ich sag das gefühlt 30 Mal. Ja, das kann sein. Wir können nachher mal gucken, ob der noch... Oh, das war ein Kruzi. 22,5. Okay, Spirit ist raus. Spirit ist raus. Zack. Okay. Demon glaube ich auch nicht, weil Demon, der hätte schon wieder früher handeln können, der würde viel öfter handeln und so weiter. Deshalb glaube ich nicht, dass es ein Demon ist. Ich glaube auch nicht, dass das ein Meer ist. Der hätte ja auch schon früher handeln können. Oh, er huntet. Klingt normal. Ich glaube nicht, dass das Twins sind. Komm mal hier hoch. Ich muss Myling testen. Ja, ja. Komm hier hoch. Nicht, dass es ein Myling ist. Polti vielleicht? Hast du gesehen, wie der Geist die Sachen geworfen hat? Ist das vielleicht ein Polti? Es klang so, als hätte sie viel geworfen, aber ich weiß es nicht genau. Hat der aber nicht so weit, ne? Nicht so weit? Okay, du kannst es ja nochmal beobachten. Ich lasse noch eine Hand durchlaufen. Ich kann ja versuchen, ein paar Items hier hinzutun. Na, mach die Tür auf. Ich versuche mal, ein paar Items hier hinzutun, falls ich die Zeit dazu habe. Okay, nach dem nächsten Hand bist du bestimmt bei 25 im Durchschnitt. Komm schon, heb doch diesen Teller auf. Ich glaube, das war das Kruzi. Ja, das war das Kruzi. Okay, ich habe jetzt ein paar random Items hier im Foyer verteilt. Dann kannst du ja nachher mal gucken, ob sie die wirft. Ich habe leider nicht viel Zeit, um die jetzt fein säuberlich da überall hinzutun. Ja, ist Julius hier. Ich schmeiß die hier einfach mal oben vom Geländer runter, ein paar Sachen noch. Ja, ja. Dann kannst du das ja sehen, wie sie die wirft. Haben wir noch ein Glas? Hier war doch immer ein Glas. Ach, das hat sie bestimmt schon weggekickt. Ein Teddy hatten wir doch auch hier, oder? Teddy? Teddy? Da, hast du noch ein Teddy. Ist ja ein Kind, ne? Teddy! Hui. Die landen aber auch immer perfekt. Ich hatte den, ich weiß nicht, war das bei meinem Solo-Durchlauf heute Morgen? Da habe ich den auch so runtergeworfen und der ist auch perfekt auf seinem Brötchen gelandet. Oh Mann. Achso, das geht ja nicht mehr. Das konnte man früher machen.
Okay, huntet noch nicht. Warum huntet sie nicht? Was ist los? Ist ihr die Laune vergangen, weil sie nicht gewinnt? Weil ich sie nicht gewinnen lasse, hä? Huh? Hat wohl keine Lust mehr zu spielen. Da ein kuscheliges Kissen zum Kuscheln lieb am Mund werfen. Da kuschelige Kissen. Du-di-du, du-di-du. Warum huntet die nicht? Aha, es geht los. Ist sie schneller oder meine ich das nur? Ja, komm her, komm her. Nee, ich glaube nicht. Nee, sie ist noch genauso schnell. Echt jetzt? Haben wir ein Goryeo? Es kann sein, dass wir wirklich ein Goryeo haben. Sollen wir einfach mit Goryeo fahren und falls wir es falsch haben, morgen einfach nochmal versuchen? Ja, würde ich sagen. Wie hoch ist meine Sanity? Moment. 27, 34. Ach, shit. Das war keine 20. Das war keine 20. Ich wollte nach dem Raum gucken, ob das noch der Raum ist. Ach, super. Normalerweise, wenn man 20, über 20 Sanity hat, kann man den nämlich so kurz einmal benutzen, um reinzugucken, ob das noch der Raum ist. Nee, die Würfe sind nicht brutal genug für einen Polti. Die Geschwindigkeit ist definitiv normal. Der Breaker ist zwar noch an, aber ich glaube nicht, dass wir einen Gin haben. Das waren keine 27, sonst wäre jetzt kein Cursed Hunt losgegangen. Ich wollte nämlich nur gucken. Ja, nee, ich habe dich gefragt, wie viel Sanity ich noch habe, weil bei 20 und höher, ich wollte nämlich den Spiegel benutzen, um zu gucken, ob der Geist noch in dem Raum ist, aber anscheinend war es weniger als 20. Ja, null. Ich habe mich verguckt. Ich habe hier oben drauf geguckt. Nee, du hast null und, ja. Die scheiß 25 ist noch Du musst deine Sanity noch runterkriegen. Also rein mit dir da, ab ins Dunkle setzen. Okay, wir machen die Aufgabe noch schnell. Bis gleich. Okay, ich glaube, sie ist immer noch in dem Raum, weil bevor der Hunt hier losging, habe ich, die Sensoren gehört. Wenn die einen Schritt hierhin macht, schmatte ich sofort. Ich sehe es ja im Licht. Okay, raus hier. Warte, warte. Sie huntet noch. Ich glaube, jetzt ist sie fertig. Ja, ist fertig. Raus hier. Ja, okay. Breaker hat sie vorhin ausgemacht. Ja, bravo. Viel Spaß damit. Pff. Das kann sie selber reparieren, ey. Und sag jetzt nicht, das ist ein Meer. Also sollen wir mit Goryeo fahren, weil ich glaube, sie ist noch in dem Raum da drin, da siehst du. Ich habe sie vorhin durch die Sensoren noch laufen hören. Kann eigentlich nur Goryeo sein. Ich weiß nicht, wer das sonst für ein Geist sein soll, ehrlich. Ja, ich habe nämlich keinen Shapeshift oder sowas gesehen und ich glaube, wir haben ja auch keinen Orbi da drin, ne? Natürlich müssen wir mal wieder so ein Goryeo kriegen. Könnte auch ein Yurei sein, aber ich glaube... Ja, die Türen sind ja beide noch offen. Du hast auch keine Yurei-Türinteraktion gehört vorhin, als ich jetzt drin war, oder? Nee, gar nichts. Was wüsste. Okay, ja, dann lass uns mit Goryeo fahren. Okay. Wenn jetzt kein Goryeo ist, ein anderer, wäre es wahrscheinlich für Perfect Game, ne? Ja, das wäre nicht schlimm. Wenn nicht, wir machen das ja dann einfach morgen nochmal, wenn das jetzt fehlschlägt. Also diese null Beweisdurchläufe. Scheiß Yokai. Ich raste noch aus mit diesen Kack-Yokais. Ich hasse Yokais mittlerweile. Die sind nämlich auch so dermaßen broken. Ihr habt es ja vorhin gesehen. Ich habe den Geist gerufen und der kam auch straight zu mir rüber, wisst ihr? Ey, die Yokais sind so scheiße broken in letzter Zeit. Okay. Den nächsten Durchlauf werden wir morgen machen. Also, ich habe keine Lust mehr heute. Es ist... Oh.
Ich hasse UKs mittlerweile. Die sind genauso schlimm wie Goreos. Wie ihr seht, der ist auch die ganze Zeit, glaube ich, da drin geblieben. Ja, die ganze Zeit in dem Raum geblieben. Also hier dieses mit dem Raumwechseln. Das ist echt für den Arsch. Ihr braucht das nicht. Wir spielen immer ohne dieses Raumwechseln. Und ihr seht ja, hier in dem Challenge-Mode ist es aktiv. Und es bringt euch sowieso gar nichts, außer dass es nur nervt. Also wir hatten 6 Hands, 2 Events, ja. Und der hat auch ein bisschen gewurmt. Ja, so kann es leider mal laufen. Keine hundertprozentige Trefferchance. Aber ich hoffe, ihr lernt aus unseren Fehlern und könnt es besser machen. Und ja, den nächsten Durchlauf gibt es dann in einem weiteren Video. Also bis dann und Happy Halloween. Ciao.